Ein herzerfrischendes Gugu an meine Zuschauer und Zuschauerinnen, ich bin René für Gaming Secrets und es geht weiter mit Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir sind jetzt hier gerade noch dabei, Samuel Smith zu fangen und wir haben hier gerade ein wunderschönes Polarlicht. Oh, er hat brennendes Öl gelegt, das ist jetzt nicht gerade die feine englische Art. Noch eine Tempertaktik. Können das Wasser mit Flammen überziehen. Ja, das ist brennendes Öl, Junge. Wir könnten zur Asche werden. Das ist nichts als ein letzter verzweifelter Versuch. Er weiß, dass wir ihn haben. Okay, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier durchmanövrieren können. Mann, ich möchte das Polarlicht wieder angucken. Das war viel cooler als hier so. Oh Mann, jetzt ist das Polarlicht weg. Das habt ihr ja wieder super gemacht. Auf jeden Fall, in dieser Folge hat man es jetzt, glaube ich, nicht so gesehen, aber in der letzten Folge ein wunderschönes Polarlicht. Einfach herrlich. Ich mag sowas, dass da einfach an sowas gedacht wurde. Einfach Hammer. Großes Lob an Ubisoft. Wissen wir, wo es hingeht? Der Bastard hat ein Lager hier. Folgt niemand lang. Feuert auf keinen Fall mit den Kanonen. Oh, Moment. In der Nähe der wertvollen Schatulle. Ich kümmere mich darum. Wir sollen ihn per Luftattentat töten. Alles klar, das ist machbar. Muss ich erstmal gucken, wie. Wurfpfeile. Wurfpfeile bestehen aus einem Seil mit einem tödlichen Stilett am Ende. Keine Ahnung, was das sein soll. Drücken Sie F, wenn Sie sich über Ihrem Ziel befinden, um ein Attentat zu verüben. Halten Sie F, wenn Sie sich über Ihrem Ziel befinden und benutzen Sie AWDS, um ein Attentat zu verüben und an den Gegner zu hängen. Und den Gegner zu hängen, wenn sie am Boden sind. Zielen Sie auf einen Gegner und drücken Sie F, um ihn sich heranzuziehen. Drücken Sie dann links, um ihn anzugreifen. Also linke Maustaste. Ja, es ist alles machbar, das ist alles gar kein Problem. Wir holen uns hier aber hier oben erstmal den Schützen. Der ist nämlich gefährlich. Der ist sehr gefährlich. So, der Schütze ist schon mal weg. So, jetzt bin ich gespannt, wie wir den per Luftattentat holen sollen. Das ist dein Ende, Assassine. Ja. Ah. Werdet ihr bereuen. Kein Problem. Das kann nicht sein. Nein. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Ein uraltes Artefakt. Ein Schatz von jenen, die vor uns kamen. Ja. Aber was soll's? Selbst die größten Wissenschaftler aus ganz Europa konnten es nicht zum Laufen bringen. Jetzt fehlt nur noch das Manuskript. Und dann wird alles enthüllt. Alles klar. Gut, wir haben ihn per Luftattentat eliminiert. So, fortsetzen natürlich. Brennendes Öl. Sie können jetzt brennendes Öl abwerfen, um Verfolgerschiffe zu beschädigen. Zielmodus für brennendes Öl aktivieren. Nach hinten blicken und rechte Maustaste halten. Zielen mit Maus. Feuerspur hinterlassen. Drücken und halten. Linke Maustaste. Schneller Wechsel zur Rückansicht 2 halten. Alles klar. Erstmal hier alles plündern. Ich habe jetzt auch gar keinen Plan, wo wir jetzt hier eigentlich sind. Wir scheinen bei irgendeiner Schmugglerhöhle oder so zu sein. Sehe ich das so richtig? Weil, wir haben einen neuen Cheat freigeschaltet, der ist super. Ich will aber nicht cheaten. Ja, so wie es aussieht, sind wir hier in einer Schmugglerhöhle. Da gibt es einiges zu plündern. Das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Vielleicht ist hier auch unser Unterschlupf, falls wir denn jetzt mal einen festen bekommen sollten. Die Eingeborenen-Säule erreichen. Das ist jetzt schon wieder so eine Art Minispiel oder so eine kleine Klettereinlage oder was, wie ich das jetzt hier so sehe. So. Nein! Wow, Alter.
Holy shit, das war jetzt knapp. Okay, da sollen wir hoch. Gut, da möchte ich jetzt allerdings noch nicht lang. Ach, da wollte ich jetzt auch nicht hochlaufen. Ich wollte hier wieder raus. Ich wollte... Ah, das wird jetzt ein bisschen blöd. So, ich will hier runter und zuerst die Truhe da hinten einsammeln. Ganz klar. Ey, ich komme da nicht hoch. Warum denn nicht? Hä, sag mal... Ich kann mich jetzt da gerade hochziehen, oder nicht? Okay, es geht nicht. So, seit der Abspringen kann man auch nicht. Das ist auch ein bisschen blöd. Aber irgendwie will die Steuerung gerade nicht so, wie ich will. So, jetzt hier nochmal hoch. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie hinkommen. Erstmal hier die Truhe noch einsammeln, das ist mir im Moment ein bisschen wichtiger. So, Verbesserungen sind auch wieder verfügbar, das ist sehr schön. Die Kapitänskajüte, die wollte ich euch auch noch zeigen. Das werde ich jetzt dann demnächst auch bald nachholen. Ich glaube, hier rüber können wir nicht, dann müssen wir hier rüber springen. So scheint es zu funktionieren. So. Truhe haben wir schon mal gefunden und geplündert, das ist immer gut. So, was ist jetzt hier mit dieser Säule? Interagieren. Entschlüsseln Sie den versteckten Code hinter diesen eingeborenen Totems und entdecken Sie alte Artefakte. Bringen Sie alle Linien mit dem Pfeil an jedem Ende der Säule in Übereinstimmung. Okay. Das heißt jetzt... So... So vielleicht? Nein. So auch nicht. Okay, so auch nicht. Moment, ich muss jetzt hier erstmal so. Ich mach's lieber mit dem Pfeiltasten, weil mit der Maus ist es ein bisschen blöd. Okay, so passt jetzt nicht. Ja, fertig. Oder ist hier wieder irgendwas falsch? Oder muss es jede Linie sein? Wenn es jetzt jede Linie sein soll, dann ist das jetzt ein bisschen blöd. So funktioniert schon mal nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, aber das soll schon machbar sein irgendwie. So. Ah, so funktioniert's. Ah, okay. Alles klar. Ja, ein bisschen rätseln, aber dann findet man schon heraus. Also ist machbar, würde ich auf jeden Fall sagen.
Was haben wir jetzt da für ein Artefakt gefunden? Sie haben ein Totem gesammelt. Weitere können Sie durch Säulen und Grabhügeln und Eishöhlen. Ah, super. Das konnte ich jetzt nicht mehr zu Ende lesen. Habt ihr wieder toll gemacht. Danke. So, aber hier scheint es noch ein bisschen was zu geben, was wir einsammeln können. Ja, so schon mal nicht. Vielleicht können wir ja jetzt hier zu der Truhe. Ach mein Gott, das erinnert mich an diese eine Stelle in Assassin's Creed Liberation für die Leute, die das Let's Play auf meinem anderen Kanal verfolgt haben, als wir auch so in so eine, ja, wie soll ich sagen, in so eine Grabkammer eindringen sollten, und da gab es so eine behinderte Kletterpassage, die ich nicht geschafft habe, weil mir das Spiel die Steuerung falsch angezeigt hat. Und da bin ich auf jeden Fall voll ausgerastet und ja, habe ein bisschen die Nerven verloren und ja, wie es halt so ist, ne? Aber gut, das passiert mir jetzt hier nicht. Auch wenn die Steuerung jetzt für mich ein bisschen, weiß ich nicht, sie reagiert für meine Verhältnisse ein bisschen zu, ja, zu direkt, wenn ihr versteht, was ich damit sagen will. Splittergranaten, haben wir Splittergranaten? Ne, wir haben Pistolen. Gut, das bringt nichts. Ja, eine Splittergranate habe ich jetzt nicht dabei, das ist jetzt ein bisschen doof. Wir haben Rauchbomben, ja, aber die bringen uns leider auch nichts. Naja gut, dann können wir da jetzt halt noch nicht hin. Das ist ein bisschen blöd, aber kann man jetzt nichts machen. So, 5 und 5 Truhen, das ist schon mal abgehakt, das Thema. Hier ist noch ein Animus-Fragment und eine Höhlenmalerei. Nehmen wir beides gerne mit. So, Fragment eingesammelt. Die Wandmalerei auch gleich. Damals auch schon. So. Wunderbar. So, ein Sammelobjekt fehlt uns noch. Das wird wahrscheinlich hinter diesem Durchgang sein, wo wir jetzt noch nicht hin können. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ja, okay, es war mal wieder das falsche Menü, so wie immer. Ich werde mir einfach nicht merken, dass bei Assassin's Creed die Karte auf Tab ist. Wo müssen wir denn hin? Ach, hier, nach Nordamerika. Ja, da können wir einfach mal per Schnellreise hindüsen. Ich habe die Vorläuferschatulle. Smith ist tot. Sehr gut, Jay. So, erstmal umdrehen. Wo ist der Chevalier? Zurück zu Garfour. Wir müssen ohne ihn feiern, fürchte ich. Mir ist nicht nach Feiern zumute, Liam. Ich weiß, wir brauchen diese Artefakte zurück, aber um welchen Preis? Samuel Smith. Er konnte... So, nach River Valley. Ihn zu töten war notwendig. Aber... Nichts aber. Smith... Einfach mal unterbrochen, mitten im Gespräch. So muss das sein. Ja, was ist jetzt hier? Ladescreen? Ich will weitermachen, Mann. Das Spiel hat mich jetzt voll in seinen Bann gezogen. Euch hoffentlich auch, ne? Sie verträgt das wirklich. Ah, schöner Leuchtturm. Cool. Wo müssen wir jetzt hier genau hin? Okay. Oh, hier gibt's ja doch einiges zu entdecken. Das, hätte ich jetzt so nicht erwartet.
Greystone, unentdeckter Ort, Red Bank, Ash Creek. Hier ist irgendein Berg. Kann ich jetzt nicht aussprechen, den Namen. Ist wieder so eine Schmugglerhöhle. Oder so eine Eishöhle, weiß ich jetzt nicht, wie man dazu sagen soll. So. Da könnte man sich jetzt wirklich vorstellen, dass das hier Nordamerika ist. Gefällt mir echt gut, diese Landschaft. Überhaupt mal nach Amerika zu reisen, das wäre für mich einer meiner Lebensträume, den ich unbedingt mal erfüllt haben möchte, aber... Ja, ist halt ein bisschen teuer, ne? Nur mal so am Rande erwähnt. Ich möchte jetzt mal gucken. Kann man denn jetzt hier in die Kapitänskajüte reingehen? Bevor ich das jetzt wieder nicht zeige. Ja, es geht. Und dann kann ich euch mal zeigen, wie die von innen aussieht. Ich sehe sie jetzt auch gerade zum ersten Mal. Gut, hier können wir unser Schiff upgraden. Hier können wir Waffen auswählen. Hier ist eine Kanone in meiner Kapitänskajüte. Das kann natürlich nicht so gut sein. Hier haben wir eine Karte, die wir nicht benutzen können. In Assassin's Creed 4 gab es die Möglichkeit, zumindest auf der Konsolenversion, dass man, wenn man sich im Online-Modus befand, oder sozusagen, wenn man online war und das Spiel gespielt hat, aber im Story-Modus, dann konnte man hier eine Flotte aufstellen und konnte die Schiffe auf Missionen schicken und sie kamen damit Geld zurück und das geht jetzt hier leider nicht. Wir können hier was kaufen und verkaufen, okay, mitten unterwegs, mitten auf dem Ozean. Gut, was wir jetzt nicht verkaufen werden, ist hier Holz, Metall, Stoff und Stein. Wir werden nur Tabak verkaufen. Obwohl, nee, das lohnt sich noch nicht, den Tabak zu verkaufen. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Den verkaufen wir erst, wenn wir richtig viel Tabak haben und dann haben wir auch ordentlich Gold. Ey! Ich glaube, es hackt. Komme ich aus der Kapitänskajüte raus und dann werde ich hier von der Seite angefahren. Fahrerflucht nennt man sowas. Ist strafbar, ja. Dein Kennzeichen habe ich mir auch gleich aufgeschrieben, du Lümmel. Gut. Fortschritt benötigt. Ja super, dann darf ich da später überall wieder hin. Und wenn ich aber nicht will, schon mal daran gedacht? Na gut, wir können jetzt erstmal ein Upgrade holen. Schauen wir mal, was denn jetzt verfügbar ist. Kaufen. Morrigan Verbesserung. Okay, das können wir uns nicht leisten. Wir können uns Breitseitenkanonen leisten. Bugkanonen. Schwere Kugeln. Mörser. Gut, Mörser können wir noch nicht freischalten. Schade. Gut, den Rest können wir eh noch nicht machen, da wir einfach noch nicht so weit fortgeschritten sind. Oder vorangeschritten. Soll ich die Bugkanonen oder Breitseitenkanonen aufrüsten? Ja, mach mal einfach mal die Breitseitenkanonen, die werden wir wesentlich öfter einsetzen. Und sonst können wir hier eigentlich eh noch nicht so viel machen, ne? Ja, so sieht's aus. Gut, Schiff nochmal ein bisschen geupgradet, kann ja nie schaden. Irgendwann wird das Schiff voll geupgradet sein, also wirklich Maximum vom Maximum. Also da geht dann nichts mehr. Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Alles klar, hier ist überall Sperrgebiet, das finde ich schon mal wieder total beschissen. Gut, dann, was macht man, wenn irgendwo ein Sperrgebiet ist? Man geht immer aufs Dach, das ist immer am besten. Oder sollte es zumindest sein. Da ich jetzt hier auch keinen Synchronisierungspunkt habe, weiß ich jetzt natürlich auch nicht, wo ich jetzt hier hin muss. Beziehungsweise wo es hier was gibt, was man einsammeln könnte. So.
Aber gut, ich würde sagen, mit der Aussicht mache ich hier einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.